Alles klar, Claire ist anscheinend tot, genauso wie die ganze Kompanie. Aber wir müssen unsere Mission zu Ende führen, sonst geht die Erde gleich den Bach runter. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Romeo Actual, hier ist Romeo 1. Wir haben hier einen Vulture für Ihre Evakuierung, over. Michael, du bist zurück. Romeo Actual, hier ist Romeo 1. Bitte halten Sie sich auf diesem Kanal an das Funkprotokoll. Over. Was immer Sie sagen, Romeo 1. Over. Okay, Sie haben noch nicht aufgegeben. Wunderbar, das finde ich doch top. So, alles einsammeln. Wir sind... keinen Plan, wo wir sind. Ihr seid doch zurückgekommen. Naja, was man nicht alles aus Liebe zu einer Frau macht. Da redet man aus Erfahrung. Summer! Alles klar, da unten haben wir einen Zellkampfbuggy, den nehmen wir uns gleich mit. Aber erst holen wir die Jav und den Rest interessiert mich nicht. Warum soll ich Q aktivieren? Nur weil ich da runterfall. Das sieht mir nach einer sehr gefährlichen Strecke aus. Ich gehe mal ganz schnell zum Kampfbuggy. Nach Möglichkeit im Tarnmodus. Wow, Gott, das sieht so krass aus. Eins, um anzugreifen. Woohoo! Oh yeah, fuck yeah! Okay, da habe ich irgendeinen umgebracht. Wie werden dieser Kack-Buddy aus? Wenn ich da gegriffen bin. Ach, das sind Lenkraketen hier, ja, wie geil ist denn das? Wow, der Heli hat aber ordentlich was ausgehalten. Wow. Wir sind halt kritisch. Ich glaube, der Buggy ist auch nicht mal so ganz in Ordnung. Da geht's lang. Und go. Wuhu. Verdammt. Romeo 1, wir wären dann jetzt soweit. Over. Prophet, verlege Romeo 12 an der verteidigungsfähige Position. Over. Verstanden, Psycho. Keine Munition mehr. Schlecht. Woohoo! Okay, der hier scheint nicht defekt zu sein. Okay, das nehmen wir doch gleich mal mit, das Ding. Als Death-Kampfläufer. Alter, wie verhalten die Dinger denn da aus, bitte? Okay, ich habe gerade ein bisschen einen kleinen Grafikfehler. Da poppt nämlich immer so ein schwarzes Viereck auf. Ärgerlich sowas. Ich habe generell ganz schön viele Grafikbugs. Vielleicht ist es auch ein ersten Patch, weiß nicht, ob der sich so gut mit meinem PC verträgt. Selbst bei PCs sind die ja immer so ein bisschen eigen. So. Warum ist das Ding hier zu? Ich will hier durch. Das heißt, ich muss hier aufmachen.
Aber wo? Da ist auf jeden Fall noch was zu finden. Nehmen wir mit. Einen Jar. Na, da habe ich genug. Okay, da haben wir eine Munition. Irgendwas noch mit Pfeilen. Das wäre jetzt hilfreicher. Na, da ist noch irgendein Datenpack. Wo war es hier? So, also jetzt noch was. Nein, sieht nicht so aus. Ich brauche eine Konsolensteuerung, sonst komme ich hier nicht weiter. Da haben wir doch eine. Alles klar, das Ding fährt runter und dann... Ja, auf, komm, schneller! Los hier! Die Leute wollen ein bisschen was sehen. Oh, da haben wir einen Buggy. Fahre ich jetzt mit dem dicken Ding oder mit dem Buggy? Scheiße, jetzt muss ich mich entscheiden. Ah, oh cool. Buggys finde ich auch irgendwie ganz cool. Na, ich nehme den dicken. Wow. Ich sehe gar nichts mehr, oh, lauter Staub. Das ist schon echt krass hier. Okay, da durch den Tunnel. Reihen wir uns ein bisschen Boost hier rein und so. Scheiße, dass wir unseren Anzug innerhalb dieser Sachen nicht benutzen können. Wir haben einen Notruf auf rasch sicherem Kanal aufgefangen. Over. Rasch! Wenn uns jemand helfen kann, dann er. Ich hol ihn. Warum ausgerechnet er? Ich habe neue Informationen zu Archangel. Wir orten gerade seine orbitale Position. Sie müssen sich beeilen. Er wird in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar Klicks von raschem Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur von ihm und verschwinden wieder. Wir sehen uns am Treffpunkt. Alles klar. Dann auf zum Treffpunkt. Mal sehen, mit was hier noch zu tun bekommen. Momentan ist es mir alles eigentlich ein bisschen zu ruhig. Ich glaube, dass der Turm uns gleich noch Sorgen macht. Okay. Die kümmern sich aber hier äußerst gut um die Verteidigung. Ich finde, die haben das gar nicht so schlecht aufgebaut hier. Oh ja. Doch, das dicke Gefährt hier gefällt mir. Nein, geh mir aus dem Weg. Nein, 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 ich will weiterfahren. Verdammt. Ich hab's gewusst. War so schön im Wartestein. Okay, hier nehmen wir doch dann einfach mal Gauss hier mit. Alte Waffe aus dem Zweier. Die Landezone ist heiß. Ihre Luftabwehr wird von dem externen Generator gespeist. Kannst du ihn erledigen? Over. Ich werde sehen, was ich tun kann. Jetzt mal die Dinger, ey, die sind... Aber ich schaffe die nicht. Gut, dann. Du gehst mir aus dem Weg. Und dann kommen da schon wieder neue. Warum nehme ich eigentlich nicht diesen Pinscher? Pina Daumen ziehe ich hier gerade. Weil ich treffe erstaunlich noch gut. Okay, erstaunlich gut. Ich... naja. Verbessere mich erstaunlich scheiße. So, wie man es auch eigentlich erwarten kann. So, wir sollen infiltrieren. Ja, wie sollen wir erst da hinten infiltrieren, oder was?
Schießt ihr nur. Prophet, da ist was. Wir haben rasch. Wie ist dein Status? Konfus. Ja. Er redet nur wirres Zeug. Ich denke, er weiß nicht, wo er ist und wer wir sind. Aber körperlich ist er okay. Ich tippe auf eine Kriegsneurose. Er war immerhin mitten in einer Seth-Todeszone. Keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Ja, ich auch nicht, aber ich gehe mal davon aus, wir haben gerade eigene Probleme. Exakt. Beispielsweise den da. Aber dafür habe ich doch eine ganz einfache Methode mit dabei. Mann, der da hinten ist noch viel schlimmer. So, jetzt haben wir noch die Gauss-Kanone. Ah, nein, nicht wackeln, nicht wackeln. Bam. Bam. Und nochmal bam. Und er lebt immer noch. Hey, lebt nicht mehr. Sehr gut. So, und dann sollen wir hier rein. Nehmen wir den Bogen wieder. Überbrücken. Na, Mist. Nochmal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und verdammt! Ärgerlich, wenn man daneben drückt. Wie jetzt? Komm schon. Einmal, zweimal, dreimal. Na, zu spät. Puh, ganz ruhig. So, komm, das schaffe ich doch. Verdammt. Ich bin zu hektisch. Immer beim letzten jetzt. Momentan. Das ist doch. Verdammt, fast hätte ich. Oh. So irgendwie mit Stase wie bei Dead Space verlangsamen kann man nicht. Schade. Ich könnte hier meinen HUD verbessern, glaube ich. Ah, fast. Die nachfolgenden Sendungen könnten sich um 5 Minuten verschieben. Geht doch, mein Gott. Archangel wird den Liberty Dome in 10 Minuten erfassen. Beeilung, Prophet. Prophet, sind Sie das, mein Junge? Ich hätte wissen müssen, dass auf Sie Verlass ist. Alle. Was ist hier los? Archangel ist eine Gefahr. Wir brauchen auch mehr Männer! Die sind alle abgehauen! So weit gekommen, wir dürfen jetzt nicht alle verlieren. Prophet, Landezone ist immer noch heiß. Der Turm hat mehrere Flugabwehrsysteme, die den Luftraum sichern. Du musst sie deaktivieren. Over. Roger. Psycho, die Seth feuern nicht mehr. Was ist da los? Die Seth lassen vom Ziel ab. Keine Ahnung warum. Over.